Herzlich willkommen beim Podcast Sommercamp Wege des Herzens. In diesem Podcast lade ich dich ein, dir die Interviews mit allen Referenten, Workshopgebern anzuhören, um mehr von dem Sommercamp zu erfahren, welches uns ein großes Anliegen ist. Wir freuen uns sehr auf die Zeit im Sommer, wenn wir wieder beisammen sein können und glauben daran, dass es etwas ganz... Ja, heute möchte ich euch den Uli Kieslich vorstellen, der bei mir im Interview ist zum Sommercamp Wege des Herzens. Uli Kieslich ist aus dem Großraum Stuttgart und vertreibt Maschinen für Kangenwasser, um Wasser zu energetisieren und um somit den Menschen gesünderes Wasser zur Verfügung zu stellen. Uli wird bei uns beim Sommercamp dabei sein. Mit seiner Maschine wird uns allen die Möglichkeit geben, das Wasser auszuprobieren und wird auch etwas dazu erzählen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und so ein tolles Angebot machst beim Sommercamp, Uli. Vielen Dank. Ja, wir werden also im Sommercamp alle Leute kostenlos mit Wasser versorgen. Und es ist ein wirklich ganz besonderes Wasser. Und gerade im Sommer ist es sehr wichtig, dass man hydriert ist, dass man also wirklich keinen Wassermangel hat. Bei nur 2% Wassermangel zum Beispiel, da gehen schon die kognitiven Fähigkeiten zurück, ne? Und gerade im Sommer, wo man viel schwitzt, da sind die meisten Leute in einem Bereich dehydriert, dass wirklich sie sich Sachen nicht so gut merken können. Und für das Sommercamp ist ja auch wichtig, dass die Leute voller Konzentration sind und auch voller Energie sind. Und das bietet das Wasser. Das Wasser ist ein wirklich ganz besonderes Wasser, denn es enthält Antioxidantien. Das bedeutet, okay, in einem Glas Kangenwasser hast du etwa die Menge von 4 bis 6 Gläsern Orangensaft von der antioxidativen Kraft. Also es ist praktisch eine kalorienfreie Energiequelle. Wow. Das merkt man, wenn du das trinkst, das Wasser, es kann auch viel besser Nährstoffe transportieren, es kann den Körper viel besser reinigen und die Leute werden sich alle sehr, sehr wohlfühlen mit diesem Wasser. Man kann davon ein paar Gläser trinken auf einmal. Es hängt nicht im Magen rum, sondern es wird direkt vom Körper absorbiert, weil es viel kleinere Cluster hat als normales Flaschenwasser, ne? Und in Japan wird es schon seit 45 Jahren in Krankenhäusern eingesetzt. Und inzwischen gibt es halt die Maschinchen für zu Hause. Man kann damit Medizin herstellen. Ja? Okay. Also ich kann Wasser herstellen mit der Maschine, das desinfizieren kann, das jeden Virus, jedes Bakterium, jeden Keim abtötet. Innerhalb von kurzer Zeit, von unter einer Minute, ne? Okay. Und ich kann es auch auf offene Wunden sprühen, ich kann Hautsachen damit behandeln, effektiv und so weiter. Ich kann Wasser herstellen, das kann dir die ölhaltigen Pestizide von den Tomaten runterwaschen und vom Gemüse. Ne? Und das siehst du hinterher, was du runtergewaschen hast. Ne? Da überlegst du dann, mein Gott, was habe ich die ganze Zeit gegessen? Und die schmecken auch anders und so weiter. Es gibt viele Vorteile mit diesem Krankenwasser. Und es ist mir dann eine Freude, da zu sein und das an die Leute zu verteilen. Sie können so viel trinken, wie sie wollen. Ja, toll. Du bist jetzt schon ganz doll eingegangen oder gleich losgeprescht. Ich würde dich erstmal bitten, erzähl mal was zu dir und wie du überhaupt auch dazu gekommen bist, um dich mit dieser Art des Wassers zu beschäftigen und der Gesundheit. Vor 6 Jahren, da war eine Zeit, wo ich viel Hypnoseseminare gemacht habe. Und in dieser Zeit, als ich da so Hypnoseseminare gemacht habe, da war es so, dass ich die Kangenmaschine bekam, privat. Da haben wir die privat angeschafft und dann habe ich die Maschine einfach mitgenommen zu den Seminaren und habe das Wasser an die Teilnehmer gegeben, ne, damit sie halt hydriert sind, damit sie voller Konzentration sind und so weiter. Und die Teilnehmer, die liebten dieses Wasser. Und da haben schon echt viele Leute sich auch so in Geräten angeschafft. Ne? Okay. Und so bin ich da dazu gekommen und jetzt über die Jahre hinweg war das halt immer so im Hintergrund gewesen, aber das Thema Wasser an sich, das begleitet mich noch schon viel länger. Also ich habe vor 20 Jahren mal einen Wasserforscher auch getroffen, der hat die Sachen vom Coanda geerbt,
Das war der Typ, der das erste Düsentriebwerk entwickelt hat. Und das war auch gleichzeitig ein Wasserforscher. Und der hat herausgefunden, dass du durch die Qualität des Wassers konnte er zum Beispiel bestimmen, wie lange in einer Gegend die Leute leben können, wie lange dieses Durchschnittsalter ist. Und er hat herausgefunden, dass es Gegenden auf der Welt gibt, wo Leute mit 65 sterben, ja, und Gegenden auf der Welt gibt, wo die Leute über doppelt so lange leben. Und er konnte praktisch bis auf ein Jahr Unterschied, konnte er, wenn er eine Wasserprobe untersucht hat, konnte er sagen, wie lange die Leute da dort an diesem Ort leben. Ja, wow. Wie hoch das Durchschnittsalter ist. Wow. Das hat zu tun mit Clusterung, das hat zu tun mit, es gibt ja auch Frankreich, Lourdes, ja, das kommt, da kommt das Wasser zum Beispiel mit einem Minus-Millivolt-Wert raus. Das heißt, das Wasser ist ionisiert, das sind Antioxidantien im Wasser. Es ist sehr seltenes Wasser und ist total kostbar und deswegen pilgern ja auch 7 Millionen Menschen da jedes Jahr hin. Mhm. Und ich kann halt mit der Kangenmaschine, kann ich halt einfach einen Knopf drücken, dann kriege ich dieses Wasser, genau dieses Wasser kriege ich aus der Maschine raus. Ja, Wahnsinn. Das ist echt stark. Also auch, was ist der Sinn dahinter? Ich habe mir dann auch überlegt, okay, wo kann ich einen Impact haben auf der Welt, ja. Und es ist so, dass diese Maschinen in Europa noch gar nicht wirklich bekannt sind. In Asien sind sie stark bekannt, in den USA werden sie immer bekannter. Und in Europa hat es erst gerade angefangen. Und für mich ist es ein Anliegen, ich habe einfach das Anliegen, dass viele, viele Haushalte, auch vielleicht Kindergärten und Schulen anfangen mit diesem Wasser. Ne, weil damit gehen wirklich so viele positive körperliche Dinge einher. Mhm. Der Körper entsäuert, wenn man das Wasser trinkt. Ne? Mhm. Und damit verschwinden auch die säurebedingten Krankheiten. Das ist gar nicht so wenig. Uli, hast du, als du dir die Maschine angeschafft hast, hast du dich selber dann mal beobachtet und mal bewusst wahrgenommen, was verändert sich jetzt wirklich, also in was für einer Zeit? Also dass du so ein Selbstexperiment praktisch gemacht hast? Also man kann sagen, dass nach einer Woche mit dem Wasser, dass man definitiv spürt, dass man besser schläft. Okay. Dass man ausgeschlafener ist und dass man mehr Energie hat. Das sind die Sachen, die man nach einer Woche merkt. Und nach so 3 Wochen merkt man, dass auch die Stimmung sich hebt. Weil es halt auch, wenn wir dehydriert sind, dann geht auch unser Serotoninspiegel runter. Und wenn wir aber genügend Wasser im Körper haben, dann fühlen wir uns auch besser. Also es geht uns dann emotional besser. Man kann zum Beispiel, wenn man dehydriert ist, kann man sehr schlecht Stress verarbeiten, sehr schlecht damit umgehen. Ja? Man hat also Untersuchungen gemacht, zum Beispiel nach einem Saunagang haben die Leute 30% weniger kognitive Fähigkeiten nach einem Saunagang. Jetzt ist Sauna natürlich aber gut, aber nur wenn du das Wasser wieder nachfüllst. Mhm. Aber das, was man rausschwitzt in einem Saunagang, das verursacht so viel, wie soll man sagen, so viel Leistungsfähigkeitsabfall, ne? Mhm. Und also die Hydration ist wirklich ein wichtiges Thema. Viele Firmen setzen die Dinge aber schon ein auf Führungsetage, dass die Mitarbeiter dort, wo es halt wichtig ist, ne, dass die eben geistig arbeiten und leistungsfähig sind, dass sie das Wasser zur Verfügung gestellt kriegen. Ja, also ich finde das super spannend, das Thema, weil also ich zum Beispiel auch bei mir beobachte, wenn ich wenig trinke und auch wenig esse. Also möglicherweise esse ich gar nicht, weil ich gar keinen Hunger verspüre oder das Essen vergesse vor lauter Tun und wundere mich dann aber, dass ich auf einen Schlag hundselemüde werde. Und wenn ich dann aber wiederum Essen oder auch Wasser zu mir führe, ich habe noch keine Maschine, aber ich bin zum Beispiel umgestiegen auf ein anderes Wasser, auf ein viel reineres Wasser, als ich das früher getrunken habe. Wenn ich das wirklich zu mir nehme, dann geht auch die Müdigkeit weg, dann werde ich wieder wacher. Mhm. Ja? Und das stelle ich mir mit dem Kannenwasser
vor, dass das das Ganze nochmal unglaublich unterstützt und fördert. Ja. Ja, die Wachheit. Auf jeden Fall. Also das, was man wirklich feststellen kann. Und ich meine, Profisportler zum Beispiel, da ist es sehr bekannt. Die sind die Kaffeemaschinen bekannt, vor allem in den USA. Da benutzen die viele, auch Vereine, ne, haben da die Maschinen schon. Ja, weil man hat einfach mehr Energie. Ne? Es geht einem besser. Ich kann dir eine Aufnahme zeigen von einer Dunkelfeldmikroskopie. Da siehst du, wie jemand nach dem Aufstehen eine Tasse Kaffee trinkt. Ne? Und dann wird das Blut analysiert. Und dann siehst du, wie diese zähe Masse sich da irgendwie durchquält. Okay. Und alles verklebt ist. Ne? Und dann siehst du, wie nach 10 Minuten mit normalem Wasser, was da passiert. Da ist dann ein bisschen besser. Ne? Dann fließt da schon etwas. Und dann siehst du, Krankenwasser, 10 Minuten später, Blut abgenommen, unter dem Mikroskop, da fließt es. Die Blutplättchen, die sind auseinander, also die sind keine Geldrollenbildung mehr, die transportieren Sauerstoff, da geht wirklich das Leben ist da los. Ne? Und das kann man sehen. Das sieht man sofort und das hat man halt in seinem Körper und da hat man einfach mehr Leistung. Ja, toll. In der heutigen Gesellschaft, ich meine, wer kann sich denn leisten, heute unterhalb von seiner Möglichkeit zu bleiben? Ne? Mhm. Ja, es ist so wichtig, also so schön und so wichtig, auch in sein Potenzial zu kommen und das dann auch zu nutzen. Und wenn ich das auf gesundheitlicher Basis und sei es mit Wasser oder gesunder Ernährung unterstützen kann, dann tue ich mir ja nur, einfach nur Gutes. Finde ich wirklich wundervoll. Mhm. Uli, wer bist du denn sonst? Was machst du und wo lebst du? Also wohne ich in Heilbronn und in Murrhardt. Also ich habe 2 Standorte. Und demnächst werde ich dann nach Untergrubenbach ziehen. Okay. Und das ist so vom Standort her. Ich habe viel Seminare gemacht. Also ich habe 15 Jahre lang Seminare gemacht in verschiedenen Bereichen, aber hauptsächlich im Bereich Hypnose und was es drumherum gibt. Ne? Ja. Das habe ich gemacht. Und in der Zwischenzeit bin ich mit dem Wasser unterwegs, weil mir das total Freude bereitet. Auch wenn ich dann eben sehe, wenn die Leute ihre Erfahrungen berichten, ne? Nach einem halben Jahr dann, wo sie sagen, ich habe zum Beispiel eine Freundin, der ihr Papa konnte die Hände nicht mehr so aufkriegen. Ne? Der konnte seine Schuhe nicht mehr binden. Was ihn aber wirklich gestört hat, war, dass seine Weinflaschen nicht mehr aufgekriegt hat. Auf jeden Fall war es bei dem so, dass nach einem Dreivierteljahr, ne, die Ärzte haben gesagt, da geht gar nichts mehr. Nach einem Dreivierteljahr kann er wieder die Hand öffnen. Kann er wieder seine Weinflaschen aufmachen und seine Schuhe binden. Das sind so Langzeiteffekte. Und schau, das ist dann das positive Feedback, wo ich ständig bekomme von Leuten, die das Wasser haben und anwenden. Und das freut mich halt einfach. Ne? Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich, also so wie ich das mitbekommen habe, wirklich auch deine Passion, oder? Ja, schon. Ja, ja. Ich meine, ich weiß, du machst auch noch viele andere Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Du bist total neugierig und wissbegierig. Ja. Und das ist auch sehr spannend, was du alles so machst. Wie stellst du dir das aber vor mit deinem Kannenwasser? Also was hast du vor, wie du es zum Angebot machst und was, ob du in Form eines Workshops oder am Stand, hast du schon eine Idee, wie du es umsetzen möchtest? Ja, wir werden auf alle Fälle werden wir halt einen Stand haben, wo die Teilnehmer hingehen können, um sich Wasser halt zu holen, so viel sie wollen. Wir werden auch ein paar Behältnisse da haben. Dann hast du Gläser, ne? Ja, oder jeder darf sich, also das ist ja, kann ich jedem nur Mut zu sprechen, sich eine eigene Flasche mitzubringen von zu Hause. Zum Beispiel eine Glasflasche wäre optimal, ne? Das wäre das Beste. Und dann können die immer kommen, können sich's abfüllen. Die ganze Zeit über werden wir da sein. Und wenn irgendwie Platz ist für einen Vortrag, dann kann ich natürlich gerne eine Präsentation geben, wo ich auch die Anwendungen der Medizinwässer zeigen kann, was man alles mit dem Gerät machen kann. Ich kann 5 verschiedene Sorten Wasser damit produzieren. Mhm. Ich sag dann also diese unterschiedlichen Qualitäten auch. So dieses saure Wasser, weißt du, was du auf Wunden sprühen kannst und kann da noch dazu einiges sagen, was man sonst noch mit dem Wasser alles machen kann. Ja. Wie ist das? Also ich habe mich im
vergangenen Jahr selber auch mit so Wassermaschinen beschäftigt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Arten der Maschinen. Also selbst hier, also aus Karlsruhe gibt es auch eine Firma, die das herstellt. Von denen bin ich aber abgewichen, weil die eine Institution unterstützen, die ich nicht unterstützen möchte. Und wie groß ist so eine Maschine? Und stellt man die einfach so hin oder schließt man die unten an den Wasserhahn an? Das sind Maschinen, die sind ungefähr so groß wie eine Weinkiste. Ja. Und die passen neben das Waschbecken. Man kann sie auch an die Wand hängen oder in den Schrank reinbauen. Aber einfach nebendran stellen und dann tut man das nur einfach an den Wasserhahn anschließen. Und ja. Dann hat man eine Weiche und dann wird entweder fließt das Wasser durch das Gerät oder es fließt halt ins Becken, ganz normal durch den Hahn. Und Das ist ein Vorteil, dass ich es mitnehmen kann. Viele Leute, die Krankenmaschinen haben, die nehmen die mit in den Urlaub. Okay. Nicht unbedingt beim ersten, aber beim nächsten Urlaub. Was ihnen gefehlt hat. Ne? Ja. Der Freund zum Beispiel, ne, der war in der Türkei und dann hat er gesagt, so, das nächste Mal nehme ich die Krankenmaschine mit. Ne? Wow. Weil ihm da einfach Lebensqualität fehlt. Mhm. Das merkst du, wenn du das Wasser trinkst und hydriert bist, du hast ein Wohlgefühl. Mhm. Man kann sich auch richtig wohlfühlen im Körper. Ne? Ja. Das spüren die Leute erstmal, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper. Wenn sie da mal wenn du drei Wochen lang das Wasser getrunken hast, hast du dein komplettes Körperwasser sozusagen ausgewechselt. Ne? Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Genau. So. Ja, was hat dich. Mhm. Du hattest noch, also jetzt gerade warum, es gibt ganz viele Wassersysteme, ne? Mhm. Und man kann auch alle möglichen Wässer trinken, aber die Leute denken immer, dass es um die Reinheit des Wassers ginge. Und das ist nicht der Fall. Es geht nicht primär um die Reinheit des Wassers, sondern um die Beschaffenheit. Was kann es denn? Ja, es gab zum Beispiel früher die Theorie, dass wenn ein Wasser möglichst leer ist, dass es dann viel transportieren kann. Ist nicht so. Es ist nicht so. Wir haben die Messungen, wir haben Zellcheck-Analysen, das ist ein medizinisches Verfahren, wo man sieht, wie viele Nährstoffe in der Zelle ankommen, wenn du ein bestimmtes Wasser trinkst. Und wenn du so ein leeres Wasser trinkst, dann kommt da nicht wirklich was an in der Zelle. Und das haben wir nachgewiesen. Und wenn ich Krankenwasser nehme, dann habe ich 50% mehr in der Zelle drin, wie mit jedem anderen Wasser. Ja, und das, was der Körper wahrscheinlich nicht braucht, das nimmt er auch nicht ab. Also unser Körper ist ja auch intelligent. Ja, also ein Schaden, also wenn ich dich richtig verstehe, kann es nicht übersättigt werden oder zu viel sein, sondern also unser Körper macht dann eine eigene Bremse dann irgendwann wahrscheinlich auch. Also wenn ich zum Beispiel das ionisierte Wasser nehme, ne, was die Krankenmaschine produziert, da ist ein erhöhter Anteil an Mineralien drin. Es sind mehr Mineralien drin als praktisch im normalen Wasser. Ne? Soweit das Wasser gespalten wird in basisch und in sauer. Und dadurch habe ich halt ein Mehr an Mineralien. Die Mineralien sind aber auch ionisiert. Und das Wasser ist durch den Vorgang des Ionisierens so in seiner Clusterung so anders, dass es so viel mehr Nährstoffe transportieren kann. Ja, ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat 8 hier Fettverbrenner genommen am Tag. 8 Stück. Und da hat sie ihr, also um diesen Effekt zu haben. Ne? Und dann konnte sie mit Krankenwasser, konnte sie zuerst auf 4 runter. Und jetzt in der Zwischenzeit nimmt sie eine. Okay. Und es passt. So, also alles, was du einnimmst, alles, was Geld kostet, was du einnimmst, wenn du Krankenwasser dazu trinkst, dann hast du doppelten Effekt. Ja, kann aber auch nicht Medikamente mit Krankenwasser trinken. Dann nimmt man dann ein nicht ionisiertes Wasser, kann ich auch aus der Maschine rauslassen, neutrales Wasser. Ja. Weil eben zum Beispiel ein Medikament sonst zu stark wirkt. Ein Beta-Blocker so stark, dass der Blutzucker runtergeht. Ne? Also, also der Blutdruck total runtergeht. Ne? Okay. Das darf ich damit nicht nehmen. Also eine halbe Stunde vorher, danach, Abstand muss da schon sein. Ne? Also um wirklich effektiven Wasser, was kann. Es kann Wasser. Trinkt man denn das Krankenwasser über den ganzen Tag? Also tauscht man damit sein Ursprungswasser aus, im Grunde genommen. Ja. Okay. Ja. Und auch kochen und weiß der Geier was alles. Klar. Macht man dann
damit. Ja, logisch, ne? Also es gibt in Asien jetzt über 30.000 Restaurants, die Kangenwasser verwenden. Und ja, wenn man zum Beispiel Suppen macht, dann merkt man halt den Unterschied. Ja. Wenn man mit Kangen kocht, hat man einfach eine höhere Qualität. Mhm. Wenn ich eine Banane nehme und ich lege sie in Kangenwasser rein, ne? Ich nehme eine Banane, schneide sie in zwei Teile. Einen Teil lege ich ins Kangenwasser, das andere lasse ich unbehandelt und dann schäle ich hinterher die Banane und lasse jemand reinbeißen, dann sagt er, wow, das schmeckt fruchtig. Okay. Und die andere Hälfte der Banane als wären es zwei Bananen. Ja, Wahnsinn. Okay. Das kann man ausprobieren. Ich kann ein Messgerät reinstecken in die Banane und dann wirst du sehen, dass der Minusmillivolt ansteigt. Ja. Das heißt, das Wasser hat so viele Antioxidantien, wenn ich eine Frucht reinlege, dann mache ich jede Frucht in kurzer Zeit, in einer halben Stunde, zu einer Superfood. Okay. Ich kann eine Kiwi, der antioxidative Anteil einer Kiwi kann ich fast verdreifachen. Ja. So ein Wasser kann ich aus der Maschine lassen, damit ich das ganze Obst und Gemüse stärker machen kann. Mhm. Wir hatten für unsere Meerschweinchen, da kannst du im Supermarkt kannst du so Kraut und so Kräuter mitnehmen, gerade für Hasen und Meerschweinchen und so. Und dann haben wir welche mitgenommen, so Sellerieblätter, und dann hingen die so und dann in das Wasser rein und 2-3 Stunden stehen lassen. Puh, saftige Blätter, frisch. Ja, ja. Das ist ein Phänomen. Ne? Ja. Da haben wir auch schon Filme davon gemacht. Ja, stark. Und eure Tiere haben sich gefreut, dass sie so frisches Essen hatten. Ja, vor allem auch, als wir angefangen haben, denen eine pH-Stufe höher zu geben. Das war ein Phänomen. Da haben die fast doppelt so viel getrunken als vorher. Okay. Da hatten die das Neunerwasser, da haben die doppelt so viel getrunken. Jetzt müssen wir zweimal den Stall einmal öfters sauber machen, ne? Weil die so viel stritzeln, ne? Ja. Ja. Aber ja, so ein Mist auch noch negativ. Mehr Arbeit für euch, aber gesündere Tiere. Die stürzen sich auf das Wasser, ne? Ja, ja, toll. Also ich habe es tatsächlich, ich hatte auch ein Wasser mal hier, was aus einer Maschine gekommen ist. Und ich selber habe schon auch gemerkt, dass es nie, also es hat auch anders geschmeckt, ja, das fand ich schon auch gut. Aber da fand ich es zum Beispiel spannend. Mir wurde auch gesagt, ja, und deine Katze, die wird es lieben. Aber interessanterweise hat es meine Katze nicht getrunken. Ja. Also das fand ich sehr, sehr spannend bei der anderen Maschine, also wo ich ausprobiert habe. Okay. Die kriegt jetzt ganz brav Lauretana-Wasser von mir. Das trinkt sie. Ja, also Katzen, also Tiere, Katzen, Hunde, die lieben das Wasser. Definitiv. Ja. Also weil gerade ein Hund zum Beispiel, ne, ein Hund kann 40.000 Mal besser riechen als ein Mensch. Der riecht alles, was da im Wasser drin ist. Und wenn da Chemie drin ist, dann hat er einen Widerstand dagegen. Ich kenne auch einen Tierarzt, der sagt, wenn die Tiere, oft sind Tiere auch dehydriert, weil sie das Wasser nicht trinken wollen, weil da Chlor drin ist. Mhm. Ist für einen Hund ist es absolut eklig. Das ist wie für uns, wenn wir nach USA fliegen und da in den Restaurants dann so ein Chlorwasser kriegen. Ne? Mhm. Und so ist es halt hier für einen Hund. Ne? Und ja. Ja, und das Kangenwasser ist halt, das ist halt auch sauber. Also wird schon gefiltert, Chlor geht raus und Dreck und so. Also es wird schon gefiltert vorher, ne? Ja, also Uli, ich stelle mir das gerade vor, ja? Also ich finde die Idee zum Beispiel gerade total klasse, genau da beim Sommercamp solche Experimente auch zu machen und Bananen und weiß der Geier was. Ja. Also diese Geschmacksveränderung und ja, diese Nachweise, ja, um es den Menschen auch wirklich näher zu bringen. Und aber da wir ja vieles über unsere Sinne wahrnehmen und sehen und fühlen und schmecken, Unterschiede auch schmecken wollen und unser Ego ja immer Beweise braucht für irgendwas und da wir beim Sommercamp ja bloß 5 Tage Zeit haben, um das Kangenwasser auszuprobieren und nicht diese eine Woche, ja, stelle ich mir das sehr spannend vor, dann mit irgendwelchen Experimenten oder total. Beweisführungen sozusagen das Ego zu überzeugen. Ja, ich war bei einem Fitnessstudio, ne? Da habe ich dann dem gezeigt, was ich mit dem hochbasischen Wasser machen kann, wenn ich Tomaten damit wasche. Ne?
Und da habe ich aus einer Packung, haben wir die Tomaten geteilt und in zwei Becher rein und haben es einen ins Kannenwasser, das andere Leitungswasser und haben das eine halbe Stunde stehen lassen. Und dann haben wir das Wasser abgeschüttet, ne, hat auch natürlich entsprechend farblich hat man das gesehen. Und dann hat er gegessen, hat er gesagt, das gibt's doch nicht. Ne? Ja. Der hat mir die halbe Schüssel leer gegessen, weil er immer, das ist unglaublich, dieser Unterschied, wie fruchtig und lecker die einen Tomaten sind und wie überhaupt nicht lecker die anderen sind. Aber sie kommen aus der gleichen Packung. Ja. Ne, der ist um die Schüssel drum, hat gesagt, das gibt's doch nicht. Ne? Kein Mensch braucht mehr Glutamat. Heißt es Glutamat, was die Asiaten in ihr Essen machen? Ja, ja. Gell? Ja, kein Mensch braucht mehr Geschmacksverstärker. Ja, keine Geschmacksverstärker mehr. Also ja, man braucht definitiv weniger Gewürze. Es ist oft, wenn wir die Kantenmaschine vorstellen und das dann machen mit Obst und mit Gemüse, mit Tomaten, die Tomaten, beim Tomatentest, das sind die Leute, da machen alle wow. Und die haben wir natürlich auch vor Ort. Ne? Ja. So können die Leute, wenn sie Hunger haben, immer mal zum Snacken vorbeikommen und Kantentomaten essen. Ja, toll. Ja, schön. Prima. Frei haben. Ja, super. Ja, Uli, gibt es noch oben? Also ich finde, du hast es jetzt schon super toll dargestellt. Ich glaube, also was man vielleicht mal abschließend sagen kann, für die Menschen, hey, bringt euch Wasserflaschen mit. Dieser Stand wird von Mittwoch bis Sonntag da sein. Ja. Nehmt bitte am liebsten Glasflaschen, weil Plastikflaschen ist ja bekannt, dass da auch gerne aus dem Plastik sich Teilchen ins Wasser sonst übertragen. Seid mutig, geht auf den Stand zu und scheut euch nicht. Genau. Und du wirst alle von Mittwoch bis Sonntag dort sein, ja, mit deinem Stand. Die ganze Zeit über werden Leute da sein, ich werde da sein. Ja. Wir werden das Wasser ja, an alle rausgeben. Und ganz zum Abschluss können die Leute ruhig sich eine Kiste ins Auto stellen, eine leere Kiste. Mhm. Und dann zum Abschluss vom Seminar sich dann die ganze Kiste noch voll machen und können das auch noch kostenlos mitnehmen dann. Ja, wow, also bringt euch eine Kiste Wasser mit. Mit leeren Flaschen. Ja, cooler Plan. Ja, Uli, für mich ist das jetzt so ein richtig schönes Interview gewesen, weil es geht bei dir, zum einen geht es um ein Produkt, ja, was wirklich toll ist, welches die Menschen, glaube ich, aber auch echt ausprobieren und erleben müssen. Ganz genau. Wir schauen mal, wie wir von dir noch einen schönen Vortrag einarbeiten können in unser Programm. Und da ist es ja auch eigentlich relativ, also so 50 Menschen, wenn wir eine gute Leinwand und alles haben, können dir ja auch an. Also da geht es ja einfach ums Zuhören, oder, in deinem Vortrag. Und dann ja, ausprobieren und alles ist dann ja am Stand. Ist am Stand, genau. Aber ich habe so einen Standard, ich habe so einen Standardvortrag, der halt so eine, ja, 50 Minuten geht, etwa. Ja. Und da ist das Wichtigste dann drin. Und das ist auch ein faszinierender Vortrag, weil man Dinge sieht, die man noch nie gesehen hat. Ja. Was man mit Wasser machen kann. Mhm. Es ist so unglaublich, dass man mit Wasser desinfizieren. In Japan machen die das Operationsbesteck. Mit Wasser tun die das desinfizieren. Und das seit 40 Jahren. Mhm. Ja, super, super spannend. Ich freue mich total, dass du dabei bist und deinen Stand haben wirst und die Menschen das ausprobieren dürfen. Ja. Und damit auch noch was für ihre Gesundheit tun während des Sommercamps. Genau. Ja, gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Ja, ich freue mich drauf, da zu sein und alle mit Wasser zu versorgen. Ja, toll. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dass ich dich gewinnen konnte. Ja, danke. Vielen Dank, Uli. Bis demnächst einmal. Ja. Ciao. Ciao. Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.